Ja, guten Tag, hier ist Klauter. Wo bin ich da gelandet? Beim Gewinnspielservice. Ja, es scheint so, als hätte ich was gewonnen bei Ihnen. Bin ich da richtig? Ja, also Sie dürfen sich ja, also so wie es bei mir steht, dürfen Sie sich aussuchen, ob es ein blaues Päckchen sein soll oder ein rotes. Ja, was ist da denn drin? Nee, das muss ich ja dann gucken. Sie dürfen sich aber jetzt erstmal entscheiden. Na, ich. Danach kann ich erst gucken. Ich werde ja nicht der Erste sein, der da anruft. Sie drucken das ja hunderttausendfach. Sie werden ja wissen, was da drin ist. Ja, weil das merke ich mir doch nicht. Als tun Sie mal nicht so, als ob Sie sich als junges Ding nicht die Auswahl zwischen zwei Sachen merken könnten. Nein, ich kann mir noch nicht mal meine Telefonnummer merken. Ja, das ist, Ich und habe das wirklich ist Kurzzeitgedächtnis. dramatisch. Also da kann ich Ihnen im Prinzip, da gibt es im Naturheilverfahren Spitzwegerich. In getrockneter Form als Teezubereitung, das ist beim Ja. Gedächtnis sehr hilfreich, ne? Ach Darum bin so. ich auch mit 93 immer noch scharf wie ein Wiesel, ne? Das schreibe ich mir direkt mal auf. Spitzwegerich, damit Sie es nicht Als vergessen, Tee, ne? ja? Ja, das kann man also, weiß nicht, ob Sie das wussten, aber das heißt ja Spitzwegerich, weil es an Wegesränden wächst. Und da kann man das im Prinzip, kann man die Blätter kann man ernten, da muss man die trocknen. Und dann kann man das entweder sagen, wenn Sie einen Mörser und Stößel zu Hause haben, zerkleinern. Oder man kann das für die ganz Faulen, die nie vor die Tür gehen, kann man das auch einfach bestellen So. in Körnerform. Ah, okay. Ja, kann ich ja auf jeden Fall mal austesten. Ja, und dann am besten nochmal einen Löffel Honig mit rein und ein bisschen Thymian. Und wenn Sie Ja. eher so das Leckermäulchen sind, ein bisschen Süßholzwurzel dazu. Das habe ich auch noch zu Hause. Ja, was machen Sie denn mit Süßholz, außer Raspeln bei alten Leuten? Na, ich mache das zum Beispiel in meinen Tee. Die habe ich aus dem Italienurlaub mitgenommen. Oh, aus Italien? Wo waren Sie denn Ja, da? am Gardasee. Am Da war dann Gardasee. so ein kleiner Markt und da war dann Süßkram zu verkaufen und da war dann auch diese Süßholzwurzel mit dabei. Das ist ja großartig, das ist ja aus erster Hand. Genau. Da haben Sie einen guten Fang gemacht, das ist besser als der importierte Kram. Das glaube ich ja. Weil ich wollte neulich mal Ginseng aus Korea haben. Ne? Das Problem Ja. ist, der richtige koreanische Ginseng, der kommt ja aus Kaesong, das ist ja in Nordkorea. Und da darf man ja nichts bestellen, also das war ein Umweg, ne? Dann Ja, das ist witzig. über die Chinesen bestellt, dann Frankfurt am Zoll ist das hängen geblieben, weil das ja ein Import ist von Pflanzen. Und dann haben die mir das noch weggenommen, weil da sind ja Wurzeln dran beim Ginseng. Ne? Ich sag, das Ja. könnte man ja hier wieder einpflanzen. Dann sage ich, du bist ja ganz schlau zur Welt gekommen, genau das habe ich vorgehabt damit. Da kam der mir noch mit Beamtenbeleidigung, ich habe den doch nur bestätigt gehabt. Ach so. Das Oh ist wei. unglaublich. Na, sowas macht man nicht. Nee, sowas macht man, kann mir ja nicht meinen Ginseng wegnehmen. Das Ja, Komische, das ich habe meine ich mir auch ja. noch so einen Wein mit so einer Schlange drin bestellt, den haben sie nicht gefunden, aber an dem Ginsengpflänzchen, da regen sie sich auf, ne? Ist unglaublich. Willkommen in Deutschland. Ja, also herzlich willkommen. Ich wohne schon länger in dieser Plörre hier. Das ist Ja. schon sehr interessant, was da abgeht. Ja, das stimmt. Ja. Unglaublich. Jo, genau, wo waren wir denn? Also ich bin hier in Husum. In Husum. Ja, das ist oben an der Nordsee. Ach so, ach da. Ja, kennt die graue Ja. Stadt am Meer. Habe ich schon mal gehört, ja. Aber Selber waren, war ich da noch nicht. oh, das haben Sie, wo habe ich denn jetzt hier angerufen? Wo sind Sie denn? Beim Gewinnspielservice. Ich selber sitze jetzt gerade in Halberstadt. Wo ist das Das denn? im Harz. Im Harz? Genau, also Sachsen-Anhalt. Ja, das ist mir bekannt, ne? Ich bin jetzt nicht gerade so der Geologie-Experte, aber das kriege ich gerade noch hin, ne? Ich habe ja im Prinzip Germanistik und Ägyptologie studiert, ne? Das sind eher so meine Schwerpunkte. Ja. Aha, das ist, also wenn Sie da mal, sagen wir mal, Unterstützung brauchen, ne? Ich darf zwar offiziell nicht mehr als Dozent auftreten, aber so im Privatrahmen, da funktioniert das noch, ne? Ja, das stimmt. Ne? Weil das Ja. ist ja halt auch alles dann prüfungsrelevant, ne? Genau.
Wo waren wir da denn stehen geblieben? Waren wir noch beim Staatsstreich oder waren wir schon bei der Schlacht von Waterloo? Kann mich da jetzt gar nicht erinnern. Soweit sehe ich hier gerade, Sie müssten sich noch ein Paket aussuchen. Ja, genau. Ich würde ja sagen, sag mal, es passt ja, also wenn man jetzt mal von der Trikolore ausgeht, wird ja das ein oder andere passen, aber weil das Blau halt weiter oben steht, würde ich Blau nehmen, ne? Dann nehmen wir das Blaue. Dann schaue ich doch gleich mal nach, was es ist, ja? Ja. Machen Sie das schon länger? Ja. Also ich mache das schon länger, aber ich kann mir die ganzen Sachen trotzdem nicht merken. Das ist ja immer was anderes. Ach so, haben Sie da mehrere, Ja, sagen wir, ja, ja. Sachen, die Sie Es sind betreuen? mehrere Projekte. Genau. Ach so, was gibt's da denn noch momentan? Lohnt sich das da nochmal anzurufen? Ja, es kommt ja immer drauf an, was Sie da in der Post oder im Paket drin haben. Wie kommt, wer kommt? Haben Sie da einen in der Druckerei sitzen, der das da bei der Frau aktuell mit reinschmeißt, oder wie läuft das? Ja, also die Gutscheine, die werden dann fertig gemacht. Das ist zum Beispiel mal so ein Rubbellos oder eine Glücksnummer Aha. oder eine Registrierungsnummer. Das ist immer verschieden und da sind dann verschiedene Preise mit dabei. Und das ist so viel. Ja, aber das Naja. blaue Paket sehe ich hier gerade schon. Haben Sie es gefunden Warte. zwischenzeitlich, ja? Ja. Das ist nämlich ein 3x100-Euro-Gutschein für ausgewählte Fernreisen und Flusskreuzfahrten Oh. vom Partner Trendtours Touristik. Das ist ja fantastisch. Damit dürfen Sie sich dann selber aussuchen, wann es losgeht, wie es losgeht, mit wem und wohin. Am Wenn liebsten das Ding dann alleine, am 300 Euro liebsten kostet. gestern. Nee, das ist ja leider nicht mehr möglich. Nee, sag mal, die Zeitmaschine, das hat ja Napoleon schon probiert, aber es hat ja nicht Ja, funktioniert. das weiß ich ja. Ja, es ist also auch Aber schon ich ein glaube, die Interessensgebiet von Ihnen. Arbeitszeit, also so rein theoretisch ja, also nur so minimal. Ich selber interessiere mich mehr für Sterne und Sternbilder. Für Sterne? Oh, das ist auch ein sehr interessantes Thema. Ich hatte heute früh ein ausgedehntes Gespräch mit der Astro-Hotline. Die haben mich da Ja. sehr inspiriert, ne? Inwiefern, dass Sie dann sagen, Na, wie heute die Sterne für Sie stehen, oder? ja, das muss ja geklärt werden, weil ich habe ja nicht mehr allzu gute Augen, ne? Weil Ja. die Ägypter, die waren da ja auch schon ganz fit und flink, ne? Die haben da ja auch so ein paar Sachen gebastelt und konnten da navigieren mit und alles. Ich meine, der Ja. Nil ging ja nur in eine Richtung hoch und runter, aber man muss ja trotzdem wissen, wo man hinfährt, ne? Ja, das stimmt. Und das ist ja im Prinzip, also ich habe mich da so eine Dreiviertelstunde dann mit der Dame unterhalten, weil ich habe ja festgestellt, bei mir hinten im Garten, ich kann ja nicht mehr so, also zumindest körperlich, nicht mehr so viel machen. Da sind ja, also heute morgens waren es 7 Stück, gestern waren es 4. Da sind ja im Prinzip Maulwurfhügel aufgetreten. Und ich habe jetzt eben die Optionen erörtert, was ich da am besten machen soll. Und jetzt haben wir uns da Ja. so eine diverse Strategien quasi zurechtgelegt. Ja. Das muss man jetzt, also Gut. ich hab von der Veranda aus gemessen, ich habe also das, immer das Luftgewehr da liegen, denn den entferntest, also der nächstgelegene Hügel, das sind fast genau 5 Meter, den habe ich weiß markiert, der nächste ist 7 Meter, der ist orange, und dann sind die anderen sind so auf der 10-Meter-Marke, die habe ich rot markiert, dass ich jetzt anhand der farblichen Darstellung dann eben ganz schnell reagieren kann. Und das eignet sich dann halt auch als Bremshügel, dass ich da nicht aus Versehen stolpere, ne? Weil ich habe halt das nicht mehr so gut mit den Augen. Ja, das ist doch eine toppe Idee eigentlich. Ja, klar. Schau mal, da ist hier die Also ich persönlich wäre Astro-Hotline da auch nicht immer, drauf gekommen. die Maulwurfhügel anzustreichen. Ja. Hat mir mein Enkelsohn gemacht. Ich hätte das wahrscheinlich nicht hingekriegt, ne? Naja, sehen Sie, haben Sie einen netten Enkel, der dann auch mal was für Sie erledigen Nee, kann, der so hat wie das ich. nur gemacht, weil er Geld dafür kriegt. Der ist so ganz Ach so. gierig.
Ja, das kann ich dann Ja, das verstehen. total das verzogene Kind. Er sitzt den ganzen Tag nur am Telefon da mit den anderen Idioten da aus der Klasse am Schreiben. Und wenn er mal was machen soll, tut er so, als ob er krank ist. Es sei denn, man hat plötzlich Gummibärchen oder ein Geldschein in der Hand. Da setzt dann die Hä? Spontanheilung wieder ein. Ja, das ist aber heutzutage bei jedem Jugendlichen, sage ich mal so. Das zum Davonlaufen. Genau. Ich habe aber wiederum auch eine Enkeltochter, die ist da, sag ich mal, zum Glück das Gegenteil, also vom anderen Sohn, ne? Die ist Ja. jetzt, sag ich mal, die ist 7 Jahre alt, die ist schon bei den Pfadfindern, die geht reiten. Und sag mal, wenn es draußen regnet, kann die es nicht abwarten, rauszukommen, da wo alle anderen sagen, oh nein, man könnte nass werden, ne? Ja. Finde ich, sage ich mal, sehr, sehr ermunternswert und bin mir da auch nicht zu schade, dann mal diverse Ausrüstungsgegenstände da halt auch beizusteuern, ne? Weil sowas muss man ja fördern. Genau. Weil ich meine, wenn das so weitergeht, da wird in ein paar Jahren jeder gute Soldat gebraucht, ne? Das stimmt ja. Das, ich meine, ich würd mich ja auch, sage ich mal, aber ich bin einfach nicht mehr in der Lage, ne? Ja. Und mit einem Ägyptologiestudium, da kann die Bundeswehr halt auch nichts anfangen, ne? Ja, das ist Da richtig, ist man ja. dann ja überqualifiziert, ne? Und das ist ja dann. Wir wollen ja, sagen wir mal, wenn, dann geht das ja leider in andere Gefilde. Ich meine, da bin ich ja auch Ja. schon mal gewesen, aber das hat damals schon nicht geklappt. Das sollten wir nicht wiederholen, ne? Nee, das stimmt. Auf Ja. keinen Fall, ne? So, Ja, ja. genau, wo waren wir denn stehen geblieben? Ach so, Also der es im Grundstein. Prinzip geht, sind wir ja, also wenn der Stundenplan hier richtig ist, dann hatten wir uns zuletzt über die Beziehung von Napoleon und Josephine unterhalten und wie das Ja, das im auch. Prinzip zur Ausgestaltung der Französischen Republik geführt hat, ne? Das stimmt schon. Ich hoffe, Aber Sie ich haben das meinte alles eigentlich mit dem. notiert, weil das ist ja prüfungsrelevant dann, ne? Leider nicht. Wie? Leider Da nicht. kickt die Vergesslichkeit wieder. Da müssen wir das leider Wort für Wort wiederholen. Weil ich will ja nicht, dass Sie, sag ich mal, hier in meinem Kurs, sag ich mal, schlecht abschneiden. Das kann ich mir ja aufgrund meiner Reputation nicht erlauben. Ne? Da werde ich ja ausgeschlossen hier. Oh wei. Aus dem Kreis der Napoleonisten. Ja, aber ich meinte ja natürlich den Reisegutschein, ja. Den Da muss ich nämlich noch mal Reichsgutschein? kurz den Reisegutschein. Ach so. Weil da wollte ich noch mal kurz was zu erwähnen. Und Ja. zwar, den würden wir heute schon zusenden, Ja. soweit es klappt. Und der würde dann in circa 4 Wochen dann bei Ihnen ankommen. Ja, kann dann natürlich auch mal länger dauern oder die Wartezeit kann sich natürlich auch mal verkürzen. Das kommt immer drauf an, wie weit die mit dem Gutschein sind. Also werden die, sagen wir mal, auf Anforderung erst angefertigt. Genau. Ja, Ja, da das muss ist ja ja dann aber alles noch mal taktisch drauf. sehr gut, ne? Weil man kann jetzt ja sagen, der ist in 3 Tagen da und dann klingelt in einer Tour das Telefon. Richtig. Weil Napoleon hat das damals auch so gemacht, als es dann hier nach Russland ging. Da hat er zu seinen Soldaten ja auch gesagt, es geht Weihnachten, sind wir wieder zu Hause. Aber er hat das Jahr nicht erwähnt. Er hat nicht gesagt, in welchem Jahr die wieder nach Hause kommen. Oh wei. Ja, ne, das ist ja eine Frage der Taktik. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. So, Ja, aber. ich hab meine Katze ja auch Napoleon genannt, ne? Ja? Ich weiß nicht, ob Sie das wussten, aber in Frankreich darf man ein Schwein nicht Napoleon nennen. Das ist ja eine strafbare Handlung. Ja, das ist strafbar, das stimmt. Ja, ich Da habe meine, ich auch schon mal was von gehört. das kann man ja aber halt auch nicht machen, ne? Nee. Weil ich weiß nicht, ob Sie es wussten, aber der hat ja im Prinzip damals das ist jetzt übrigens auch wieder Hinweis, Wink mit dem Zaunpfahl, prüfungsrelevant. Der hat ja damals den Code Civil geschrieben, das ist das erste Gesetzbuch, wie wir das, sag ich mal, in der modernen Fassung heute auch nutzen, wo es halt ein Ja. Gesetz gab, das für alle Menschen galt, weil früher gab es ja einen kirchlichen Gerichtsstand, dann einen Gerichtsstand für den Adel und dann eben den für das Bürgertum. Und er hat das halt quasi vereinheitlicht. Dass das, sag ich mal, ein Recht gibt, auf das sich halt alle berufen können und unter dem halt alle gleichsam auf den Sack kriegen können, ne? Ja.
Naja, das war schon revolutionär, ne? Deswegen bin ich halt auch so ein bisschen der Bonapartist, um das zuzugeben, ne? Aber warum sollte ich das sonst unterrichten, ne? Das mache ich ja nicht, weil mich das Thema nervt, ne? Ja, das stimmt. Man sollte immer das machen, was einen wirklich auch interessiert, ja? Ja, das, haben Sie denn da mit dieser Arbeit Ihr Interessensgebiet gefunden? Ja, schon. Ist das ein Haupterwerb bei Ihnen oder machen Sie das so nebenher? Nee, das ist eine Ausbildung tatsächlich. Eine Ausbildung, was lernen Sie denn da? Servicefachkraft für Dialogmarketing heißt das So Ganze. nennt sich das. Genau. Ja, also es ist natürlich nicht nur telefonieren, sondern auch Administration bedeutet das bei uns. Und das ist dann praktisch Auswertung von Gesprächen, was man zum Beispiel besser machen könnte und weiteres. Und das ist tatsächlich ein Ausbildungsberuf. Genau. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da, sag ich mal, Auszubildende aussieht. Sie hören sich eher an, als würden Sie das schon ganz lange machen. Naja, ein bisschen länger mache ich das schon, ja. In Aber nicht welchem auch Jahr sehr sind lange. Sie denn? Ach so, mein Alter. Nein, Ich bin nein, 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 seit. das Ausbildungsjahr meine ich so. Ach so, im ersten. Ach Frisch so, angefangen. frisch angefangen. Genau. Das ist ja interessant. So, ich wollte noch mal schnell weitermachen. Und Ja. zwar, wir müssen ja dann wissen, wohin dieser Gutschein dann gehen muss, ja? Rein logisch gesehen. Ja, also das ist ja, Würde dann. also Waterloo befindet sich, also vom Namen her mag man ja denken, dass das England ist, aber der hat es ja nie geschafft, nach England überzusetzen. Das ist ja im Ja. Prinzip in Belgien, ne? Und die Schlacht hat da auch nur stattgefunden, weil Napoleon halt den Verbündeten entgegenmarschiert ist. Ich meine, der hätte sich das Schlachtfeld auch selber aussuchen können, aber der war halt so entschlossen, dass der gesagt hat, en avant, jetzt wir holen uns die jetzt einfach, ne? Ja, das Hätte auch stimmt. fast geklappt, ne? Da wäre die Welt heute eine andere. Da würden wir sagen, Heil Napoleon, Kaiser der Franzosen. Ja, das stimmt schon, ja. Ja. Wie hießen denn die Gegenspieler bei der Schlacht von Waterloo? Das ist jetzt eine Prüfungsfrage wieder. Das weiß ich nicht. Tatsächlich nicht. Warum nicht? Haben Sie was zu schreiben? Nee, leider nicht. Wie Sie arbeiten im Büro und machen eine kaufmännische Ausbildung, haben nichts Ja, zu aber schreiben? ich hab nicht. Nein, ich habe meine Blöcke in meiner Tasche und die sind Ja. dann für die Schule. Aber selber im Büro habe ich jetzt nicht. Ach so, das ist aber schlecht ausgerüstet vom Arbeitgeber. Dabei machen die doch so viel Kohle mit den alten Leuten, die da Abos abschließen. Da muss doch ein bisschen Schreibzeug drin sein. Ja, das schon auf jeden Fall. Also Stifte haben wir, Blöcke auch, aber die habe ich ja wie gesagt nicht dabei. So können Sie ja auch auf dem, also, weißt du, das dürfen Sie natürlich nicht machen, wenn dann die Prüfung selber stattfindet, aber vielleicht können Sie sich das für den Moment auf dem Handgelenk vermerken oder an einer anderen unauffälligen Stelle. Ja, das schon. Ja? Wie lange müssen Sie denn heute arbeiten? Bis um, das weiß ich nicht. Ich glaube bis 17 Uhr Haben Sie mehr. da einen Jugendbetriebsrat in der Firma? Das weiß ich nicht, Und das tatsächlich müsste ich nicht. aber mal informieren. Da geht es ja um die Wahrnehmung ihrer Rechte, ne? Das Ja, das stimmt. sind sie ja in der Ausbildung. Man sagt ja immer, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Aber es gibt ja auch welche, die einem richtig hart anfacken, ne? Ja, aber das ist bei uns nicht so. Ist nicht so. Die sind wahrscheinlich Ja. froh um jeden, der da mitmacht, ne? Genau, denke ich auch. Wie viele Leute Aber laufen da rum bei Ihnen? oh, das ist zu viel, das kann ich nicht Zu zählen. viele? Ja. Gibt so viel Bedarf, alte Leute abzuzocken? Na, wir zocken ja nicht die alten Leute ab. Ja, das dürfen. Also, ich sage mal so. Sie machen ja beim Gewinnspiel mit, sage ich mal so. Ja, beziehungsweise Sie bekommen was in Ihrer Post oder in der Zeitung im Sinne von einem Glückslos, Rubbellos oder sonstiges. Da steht dann immer eine Nummer drauf und die geben Sie bei uns an. Das ist dann immer Genau. ein kostenloses Gewinnspiel oder ein kostenloser Gewinn. Und danach gibt es natürlich auch nochmal was. Das nennt sich unser Produkt. Das ist dann eine Profit- und Rentecard. Ja, ich Die weiß. ist dafür da, um zu sparen. Ja, also da ist Ja. inklusive ein Gewinnspiel. Da kann man natürlich nichts garantieren. Da kann niemand was garantieren. Und Rabatte, die wir das ganze Jahr über haben. Frei nutzbar. Kunde darf dann selber entscheiden, ob er die Rabatte nutzen möchte oder nicht.
Ja, Da ist auch den kein Text Haken mit kenne ich dabei. ja. Na doch, das kostet Ja. ja 60 € im Monat. Nein, 60 Euro doch Oder nicht. 50? Die 50 würde das für 3 Monate kosten. Das ist aber auch eine ganze Menge dafür, dass man nichts zurückkriegt, ne? Naja, man bekommt durch das Sparen schon wieder was zurück. Ja, aber das stimmt doch nicht, dass man da bei Amazon oder beim Pennymarkt dann Rabatte kriegt. Doch, natürlich. Also, Nee. das Haben Sie denn funktioniert ja selber nicht so wie eine eine Karte? Deutschlandcard. Noch nicht, aber wir sind auf einem guten Weg. Das Auf sagen jeden Fall funktioniert komischerweise diese alle, die bei Karte Ihnen so. arbeiten, dass die selber so eine Karte gar nicht haben. Nee, also es hat bis jetzt auch nur eine Mitarbeiterin diese Karte. Die darf die frei nutzen. Einfach nur mal zum Testen, ob die wirklich was bringt. Und sie sagt, sie bringt wirklich was. Daher, dass sie ja auch diese ganzen Rabatte hat. Ja, die Rabatte, die funktionieren ja nicht wie bei einer Deutschlandcard, sondern sie bekommen ja Tankbelege, Kassenbons mit beim Einkaufen oder beim Tanken. Die sammeln sie, senden sie einmal im Monat zu und dann werden die Rabatte wieder ausgezahlt. So funktioniert das Ganze nämlich. Ja, glauben Ja. Sie denn ernsthaft, wenn da sich jetzt einer seinen Monatsbedarf an Tanken und die ganzen Belege, das bezahlt doch keiner. Doch, Das natürlich wird das rechnet dann sich ja gar bezahlt. nicht. Wenn Sie eine kaufmännische Ausbildung machen, dann können Sie ja 1 plus 1 rechnen. Das habe ich doch bei Ja. einem Großeinkauf, habe ich den Beitrag doch wieder draußen. Und dann habe ich noch nicht getankt, habe noch nicht meine Lebensmittel eingekauft. Das kann sich für Sie ja gar nicht lohnen. Naja, Sie bekommen ja trotzdem verschieden prozentige Rabatte bei uns, ja. Das wäre zum Beispiel bis zu 30% sogar vor Ort. Und damit würden Sie den Betrag auch definitiv wieder rausholen. Vor allem, wenn Sie viele kleine Produkte einfach kaufen gehen. Zum Beispiel gehen Sie einkaufen, Wer gibt Haare denn aus den 30 Ohren ziehen und Prozent? vergessen. Wer gibt denn so viel? Naja, das ist ja der Black Friday. Ja, Ja, das der hat ja aber Black nichts Friday, mit das ist Ihrer ja. Karte zu tun. Ja, aber das sind ja verschiedene Aktionen an den Tagen, ja, oder Wochen, Ja, die dann stattfinden. mir geht's ja um den Wert, den ich rein durch Ihr Produkt kriege, nicht was mir die Händler so anbieten. Wie ist das denn vertraglich mit Amazon geregelt, dass man durch Ihre Karte da Rabatte bekommt? Naja, durch eine Kooperation. Also so viel kann ich jetzt dazu nicht sagen, weil ich davon selber noch nicht ganz so viel weiß, aber es ist Ja, definitiv eine Kooperation damit. darum Und weise ich Sie da jetzt auch darauf hin, weil ich sage Ihnen jetzt mal, ich sitze hier, man hört ja, ich bin ja ein Jahrgang älter, ne? Ich ja. sitze hier im Altenheim, ne? Ich habe ja im Prinzip leider ein bisschen zu viel Freizeit. Und hier im Hause sind, sage ich mal, ein paar Leute da drauf reingefallen. Und ich mache mir jetzt einen Spaß, mehr oder weniger da halt die Mitarbeiter bei Ihnen aufzuklären, dass das gar nicht so ist, was Sie ihnen da erzählen, was Sie da verkaufen sollen. Doch, Sie natürlich ist sind das ja ein so. jüngerer Haben Sie das ja Jahrgang auch so und können richtig sicher. genossen? Nein, das ist ja nicht richtig. Sie haben ja Naja, bestimmt das ist als Ihre junger Meinung Mensch und ich habe ja eine meine Möglichkeit. eigene. Ja, Sie haben die Meinung, die Ihnen vom Arbeitgeber, der Sie ja als, der ja nicht nur einen Ausbildungs-, sondern bei jungen Menschen nach Ausbildungsverordnung auch noch einen Erziehungsauftrag hat, der erzählt das, damit Sie gute Umsätze machen. Nein, also wir haben ja selber alle, also jeder Mensch hat ja eine eigene Meinung dazu. Mein Arbeitgeber hat so eine Meinung dazu und ich habe so eine Meinung dazu. Und das ist nämlich die Sache. Ja, Jeder aber hat wenn Sie seine die eigene Karte Meinung gar dazu nicht und ich haben, bin dann davon können Sie doch nur überzeugt. die Meinung wiedergeben, die Ihnen der Arbeitgeber gesagt hat. Da haben Sie ja Oder gar die keine eigenen Kollegin, Erfahrungen, genau. die aber auch wieder vom Arbeitgeber bezahlt werden. Ja, aber sie hat ja die Karte und sie benutzt die auch regelmäßig. Das ist Und sie hat die wahrscheinlich die wirklich aus Erfahrung Vorgesetzte, oder? gegessen. Nein. Tun Sie mir mal einen Gefallen, wenn Sie mal nach der Arbeit, Sie dürfen jetzt natürlich auch nur das sagen, was der Arbeitgeber sagt, geben Sie doch mal bei sich zu Hause, weil diese Karte, die kommt ja von der Elite Premium Service AG aus St. Gallen in der Schweiz, korrekt? Genau. Geben Sie doch mal zu Hause Elite Premium Service AG bei Google ein und dann schauen Sie sich mal an, wie viele Anwaltskanzleien Hilfe anbieten, wenn man da in die Falle getappt ist und dass der Verbraucherschutz von Deutschland auch davor warnt. Und dann reflektieren Sie das vielleicht nochmal mit Ihrem Anspruch, weil Sie hören sich ja nach einer intelligenten, jungen, sympathischen Frau an, ob das wirklich das ist, was Sie machen möchten von der Ausbildung her. Möchte ich, aber nur weil ich die Kauffrau danach machen kann. Praktisch gesehen kann ich ja da nicht dann überall arbeiten, ja. Ja. Aber ich würde jetzt einfach erstmal aufhören damit. Den Gutschein, den bekommen Sie dann trotzdem, ja, wie gesagt. Nee, das ist ja Ja. auch, das ist ja auch Also wenn Sie Quatsch. den Nee, den Gutschein brauche natürlich ich nicht. möchten. Nee, nee, das. Den möchten Sie nicht. Nee, weil das ist ja auch in den Endpreis für den Verbraucher mit einkalkuliert. Das ist ja auch nur ein Lockangebot. Das ist ja, sagen wir, nach HGB würde man sowas als sittenwidrig bezeichnen, wenn wir schon mal den Naja, also Berufsschulstoff vorgreifen können.
Also es ist ja klar, dass sie da die Reise nicht komplett kostenlos geschenkt bekommen, sondern der Partner möchte ja auch noch ein bisschen Ja, was verdienen. logisch. Aber sie bekommen ja trotzdem 300 € auf den Reisewert gutgeschrieben. Ja, Ich also sag. wenn sie da eine Reise für 600 € machen, dann bekommen sie 300 € Rabatt. Ja, aber das sind ja nur 100 € pro Person. Das heißt, ich muss ja Genau. dreimal Urlaub machen, um das einzulösen. Oder drei Leute mitnehmen. Also insgesamt zwei Leute dann mitnehmen. Aber sie können es auch natürlich einzeln benutzen. Ja, klar, aber Ja. das Problem ist, dieser Gutschein, der ist ja im Prinzip dieses Ganze mit den Beigaben bei den Heften. Das ist ja nur, damit die Leute anrufen, weil sie nach geltendem HGB und BGB die Leute ja nicht selber anrufen dürfen. Wird damit halt das Level geschaffen, dass die Leute bei ihnen anrufen und sie dann die Möglichkeit haben zu verkaufen. Ne? Also nur mal, damit sie das System verstehen, wie das da Ich verstehe funktioniert. das System schon, wie das Ja. funktioniert. Aber ich finde, es ist die richtige Richtung für mich. Also ich habe Spaß an meinem Beruf, vor allem weil ich dann Oh. auch mal mit Leuten reden kann. Ja, es ist ja nicht nur das Verkaufen. Die Leute dürfen selber entscheiden, ob sie es haben möchten oder nicht. Ja, aber ich Ja, habe das neulich ist mit auch einer vollkommen klar. Kollegin von Ihnen telefoniert. Da habe ich einfach mal erzählt, die hat am Anfang einen Fehler gemacht. Und dann habe ich Ja. mich, die hat mir nämlich verraten, was in den zwei Paketen drin ist, bevor ich mir eins ausgesucht habe. Ich weiß, dass Sie es Ja. nicht dürfen. Sie haben das sehr geschickt gespielt, mein Kompliment. Und die hat mir dann halt erzählt, was da drin ist. Und dann habe ich mich hinterher bei der Frau eben als vermeintlicher Schulungsleiter geoutet und habe die dann eben, ich bin ja auch sehr wortgewandt, ne? Ich stelle mich ja nur Ja. doof. Die hat eine Dreiviertelstunde mit mir gesprochen und hat mir alles erzählt, was ich sie so gefragt habe. Und dadurch weiß ich auch, dass ja der Durchschnittskunde bei ihnen zwischen 74 und 94 ist, ne? Und da muss man sich halt dann schon fragen, ob die Leute da überhaupt noch imstande sind, das überhaupt legitim einzusetzen, ne? Ja, das stimmt schon. Ja. Ich meine, das ist nichts gegen den Beruf an sich, aber wenn Sie Leuten einen Gefallen tun und sich mit netten Menschen unterhalten wollen, dann fangen Sie doch mal bei der Tourismusinformation an. Da sind Leute, die entscheiden, sich freiwillig eine Reise zu machen, die haben gut Kohle, geben nett Trinkgeld und man kann hinterher mit ruhigem Gewissen ins Spiegel gucken. Das wäre doch viel Ja, das kann schöner. ich mir schon vorstellen, aber ich möchte in diesem Beruf arbeiten und dabei bleibt es auch erstmal. Na, nun gut, Ja. dann sind Sie auf diesem Punkt, sag ich mal, von der Unwissenheit, sag ich mal, aufgeklärt und jetzt halt auch dann aktiv schuldig, ne? Wenn dann Ja, das ist irgendwann klar. das Mal sehen. Einsatzkommando kommt, dann sind Sie halt auch mit von der Partie, ne? Ja, das stimmt, aber das ist kein Problem für mich. Haben Sie da An der Stelle Spaß so, dran? ich habe da Spaß dran. Oh, das ist echt schade. Ich hatte jetzt wirklich gehofft, dass ich bei Ihnen so zack, so okay, da ist ein Mensch hinter der Fassade. Ich möchte keine Leute Mir ist ja auch abzocken. ein Mensch hinter der Fassade, aber wenn mir dieser Beruf einfach gefällt, dann ist das nun mal so. Ja, wie gesagt, jeder hat ja seine eigene Meinung dazu. Ich habe meine Meinung dazu und meine Meinung ist für mich richtig. Ja, an der Stelle würde ich das Gespräch dann auch erstmal beenden. Ich wünsche Ihnen dann aber auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Ja, und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim morgens in den Spiegel zu gucken. Yes, ich habe gestern wieder drei alten Leuten einen Vertrag angedreht. Mögen Sie damit Jawohl, dann ist glücklich es so. werden. Dann ist es so. Schimpf und Schande. Ich habe mich trotzdem gefreut, mit Ihnen zu sprechen. Das ist ein schönes Dann bleibt Negativbeispiel für meine Enkelin. Danke dafür. gerne. Bis dann. Bah! Ist das eklig. Und da sagt noch mal einer, die Leute, die da arbeiten, sind in irgendeiner Form, dass man die noch mal bekehren kann oder sowas. Gut, ich würde fast bezweifeln, dass die vom Alter her noch Azubi ist, aber wenn man Mitte 20 noch keine Arbeit gefunden hat, nimmt man dann halt das und verteidigt es, als wäre es der Heilige Gral. Aber das ist jetzt heute, ich telefoniere schon ein bisschen länger, schon die dritte von denen, die sagt, ja, ich bin stolz, dass ich den alten Leuten Abos andrehe. Bah, ist das zum Schreien, zum Kotzen, zum Würgen, zum Spucken. Bah!